Auftritt Winnie und Horst. Nach dem Sieg im FDGB-Pokalfinale feiern die Zwickauer Fans ihren Sieg ausgelassen. Überall klebt es und es ist klitschnass. Und es riecht doch wie, also man weiß gar nicht, wie man es richtig sagen soll. Es riecht fast wie ein wenig Horns. Winnie, mein guter Mann! Winnie, mein guter, kannst du glauben, was hier los ist? Ich wäre am Längeschen drum, ich sag dir, und du bist hier, das ein Ding. International, Mensch, das war boah. Jetzt sagen wir mal richtig, nicht so Kindergarten wie die letzten Tage, du. Ich krieg einen Schlimmer nicht mehr trocken, du, ich hab mir eingesicht, ich sag dir. Wollen wir mal eine Runde gucken, was der Rest so macht? Daraufhin suchen Winnie und Horst ihre Freunde im Zug. Doch sie finden sie nicht. Keine Sau da, Mensch, wo sind die alle? Kennen die alle oder was? Nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen hier vorne den anderen abgleichen. Vielleicht stehen die noch mit drüber hängen geblieben. Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Ist auch Bockwurst, da können wir auch mal ganz kurz in Ruhe durchschnaufen und das Spiel auswerten. Also, ehrlich gesagt, ich habe so viel nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass der Kreu das Ding am Ende eingeschweißt hat. Alter, der Kreu, der sah wirklich nicht gut aus beim 1-0. Der Heidler, ne? Das war ja wirklich. Also, dass er das Ding macht, das war wirklich ein Fehler. Der Kreu, der hätte den nicht so abfallen lassen dürfen, dass der einfach, weißt du, da muss er nur einnetzen. Aber dass dann der Agi das Ding noch reinmacht, das war wirklich, es war ein Traum. Es war ein Traum. Und was soll ich denn sagen, wir haben halt das Glück des Tüchtigen, ne? Ich weiß, klar, wir haben hinten gelegen, aber auch mit dem 2-2 dann kurz vor Schluss der Nestler, wir haben uns das verdient gehabt. Günter Nestler, Fußballgott, ich nenne ab sofort nur noch Günter Nestler. Ich sage dir, die sind nicht ins Spiel gekommen, wie sie es gewollt haben. Wir waren dreckig, wir haben die alten Zwickauer Duden. Weißt du, wir waren dreckig, wie es August Bill war bei uns. Und trotzdem haben wir das Ding gezogen. Naja, und was willst du machen? Mit einem Kreu im Tor, der einen letzten Elfmeter macht. Weißt du, sollen sie einpacken. Mit dem Kreu im Tor macht uns keiner was vor. Und bei Zwickau, ole. Doch Horst, aus der Ferne erklingen fremde Klänge. Was mag das sein? Skate, ay ay ay, skate, ay ay ay, Dynamo. Winnie, guck mal, da hinten sitzen, Dresdner, guck nochmal, komm, hier, die nassen Säcke, komm, den doch mal jetzt mal richtig auflaufen lassen, den Rotzer. Komm, wir klopfen mal ran an die Tür. Winnie klopft an die Tür. Auftritt Rolf. Leg auf. Mein Guter. Oh, was wollt ihr hier? Schon wieder verloren. Ihr kriegt schon nicht genug mit Finalniederlagen oder was? Ah, komm, halt die Küche. Was wollt ihr hier? Quatschen oder wollt ihr euch setzen? Naja, ich sag mal, hast du noch eine Brühe übrig für uns, dann komm mal rein. Heute muss ich mal gucken. Ein paar Koschitzer sind noch da. Kann ich euch eins geben? Winnie, komm, wir können noch hinter nachher zum Agi. Los, wir setzen uns noch mal rein hier. Koschitzer, was ist denn das für eine Seele? Mensch, kommst du rein oder bleibst du stehen? Na los, eine Brühe trinke ich mit. Eine Fresse, du. Gewonnen habt ihr. Gute Laune müsst ihr haben. Na, was denkst denn du, mein Guter? Erst einmal anstoßen mit einem schönen Bierchen. Und dann gibt's vielleicht in meiner Tüte noch einen kleinen Möcker hinterher. Aber nur, wenn du ein guter Verlierer bist. Dann lass uns mal anstoßen. Prost! Rolf und mit ihm gesamt Dresden hadern mit dem Schicksal. Na klar, man kennt's doch nicht anders. Ich weiß es nicht, ist nie unsere Saison. Meister werden wir ohne. Pokal gegen so eine, nennen wir es nicht übel, aber Bab-Verein. Naja, aber ich muss mal sagen, dieses ganze hier Favoritengelaber, ich meine, ihr wart Dritter, wir waren Siebter. Und in der Saison haben wir jetzt auch 0-0, ne, und 1-1 gespielt. So deutlich favorisiert, wie alle immer getan haben, wart ihr für mich nie. Mal das Ganze, was hinten drum mit der Stasi dann wahrscheinlich bei euch wieder gemanagt werden sollte und sowas, mal außen vor gelassen. Hört auf mit der Stasi. Viel schlimmer ist, die haben die ganzen Toiletten zerklopft, das ganze Porzellan, das sah aus wie beim Polterabend. Dynamo! Dieser Gesang kann nur eines bedeuten. Rolfs Kumpel Fabian erscheint und mischt sich mit ein. Oh, Fabian, schön, dass du kommst. Ich habe jetzt mit solchen richtigen Rotznasen. Was sind das hier? Sind es Zwickau? Ja, wenn wir jetzt mal unter uns sind hier, Jungs. Ich habe mir vor sieben Jahren einen Trabi bestellt. Wie sieht denn das hier aus bei euch? Wann hast du gesagt? Vor 7 Jahren? Na, dann habe ich, glaube ich, diese Woche, vielleicht auch letzte Woche, habe ich vorne dein Kotflügel zusammengeklebt. Aber es hat fürs Heck nochmal gereicht, Duroplast war alle. Du musst wahrscheinlich nochmal 7 Jahre warten. Und was ist, wenn ich hier Pappe sammle und die euch runterschicke? Naja,
Also ich kann versuchen, der Deicher in Oberplanitz, der könnte eventuell mal noch ein bisschen was mit ausbessern, aber ich sag mal, 5 Jahre werden es schon trotzdem noch dauern. Das kannst du vergessen, du kannst dich in dem Land hier nur wegknallen, Alter. Wir hätten da noch eine schöne Ferienwohnung direkt neben August Bibelwerk frei. Da kannst du besonders gute Luft einatmen. Achtung, eine Durchsage. Die Mitropa gratuliert den Fans von Dynamo Dresden zum 2. Platz im FDGB-Pokal 1975. Ha. Also ich hätte euch ja gern mit auf Tour dieses Jahr Europapokal genommen, aber solche subversiven Elemente wie ihr seid, ich weiß nicht, ob ihr unseren Staat gut repräsentieren könnt nächstes Jahr. Was für eine Suppe? Rauditum wird bei uns gesagt in Zwickau. Viehzeich. Alle hinten Steinbruch, sag ich euch. Das ganze Porzellan, ich bin gar nicht mehr richtig aus dem Block rausgekommen, da war alles weiß. Die haben das Klo dort komplett zerschwartet. Ich sage dir, die Sanierung, die wird mindestens 80 Ostmark kosten für das ganze Gehäuse dort. Dort wurde alles zerschossen. Planwirtschaft kannst du knicken. Aber Winnie, ich sag mal eins, ne? So assi wie sie auch sind, wenn wir hier auf große Tour gehen, könnte man vielleicht ein paar solche Leute noch gebrauchen, oder? Denke ich auch. Habt ihr Bock, nächstes Jahr mitzufahren mit uns, oder wie ist denn das jetzt? Wo wollten wir hin? Ja, Europapokal. Große Europapokal zu Hause. Ich sage mal, das Spiel ist ja egal, aber wenn wir dort was erleben können, warum nicht? Weil im Westen wollen wir alle mal, ne? Also von daher. Na dann. Erhöht genau, mal schön nach Kraslitsche. Besser als Schöner und Renzko hinten dort in der Klamm. Ja, gut. Also, machen wir zusammen los, oder was? Ja, mein guter Kerl, wir stoßen an. Prost. Ja. Na dann, wir fahren doch jetzt eh über Dresden. Könnt ihr da euren Leuten einfach Bescheid sagen, dass die mitkommen, oder was? Ja, ich denke mal, ich sag das morgen, Jungs, wir treffen uns an der Huschhalle in Löbtau und knallen wir uns ein paar rein, ich denke, oh, die sind heiß. Da gibt's die neuen Scherben endlich. Da warten wir schon 3 Jahre drauf. Aus dem Deteron-Werk. Winnie, ich sag dir, das hätte ich mir in Leipzig schon nicht träumen lassen, dass wir jetzt so ein Ding vor uns haben. Groß wird das, ganz groß. Na los, Horst, wir machen raus aus der Bude jetzt hier, dass die mal in Ruhe weiterlaufen. Jungs, macht's gut, ahoi. Wir sehen uns. Ja, schreibst du mal einen Brief. So verlassen Winnie und Horst das Abteil und freuen sich über ihre neuen Freunde. Horst, also ja. Willst du wirklich mit den 2 Leuten fahren, mal unter uns jetzt gesprochen? Das waren die letzten Vollassis. Naja, komm. Mal gucken, wer am nächsten Abteil sitzt.